Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück zu Thimbleweed Park. In der letzten Folge sind wir hier in der Kanalisation stehen geblieben und so wie wir sehen, haben wir jetzt endlich die Wunderpilze gefunden. Aber ich denke auch, vielleicht sogar die Mordwaffe. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir gucken uns jetzt mal um. This might be what Madame Morina wants to trip on. Wie will sie sich also einwerfen? Dann nehmen wir die. I hope this is what Madame Morina needs. Das hoffe ich auch. Die Violine. Schauen wir uns die Violine an. Looks like it's lost a couple of strings. I don't know how to tune a violin. Das ist natürlich sehr schade, dass du das nicht kannst. Können wir die nehmen? I don't have a warrant for a badly tuned violin. Okay, alles klar. Diverse Tüten. Those bags don't look very interesting. Okay. Stinkende Schuhe. My nose tells me that my eyes don't want to look at that. Okay, können wir die nehmen? Ich will es eigentlich nicht, aber... I don't have a warrant for stinky shoes. Okay. Betrachte Eispickel. It's an ice pick. This could be the murder weapon. Das könnte es natürlich sein. Dann nehmen wir erstmal den Eispickel. Können wir da was sehen? This could be the murder weapon. Okay. We should dust it for prints. Okay, Fingerabdrücke. Fingerabdruckset nutze. Das hat geklappt. Klebeband. Ob das jetzt funktioniert? Ah, Fingerabdruck vom Eispickel. Sehr schön. So. Ach, bevor ich guck noch mal, einmal vorsichtshalber. Nicht, dass ich was vergesse. Schauen wir den uns so an, aber ich glaube, der... Useful in case Willy ever moves house. Okay. Dann gehen wir wieder zum Tunnel zurück. Und wir gucken noch mal ein bisschen. Weil wir wollen ja auch die Staubkörner alle finden. A pile of dirt. Aha. Gehen wir mal zurück. Gucken uns hier noch mal um. Die Staubkörner wollen wir ja alle mitnehmen. Wofür auch immer. A fridge. In this case, I'd consider labeling it as a potential floating coffin. Das stimmt. Können wir den öffnen? If I open the door, it will just sink. Okay. Dusty boxes that are probably filled with spiders. There's nothing of interest inside these boxes. Okay, alles klar. Aber wir haben jetzt einen Fingerabdruck von einer vielleicht Mordwaffe. Ich will noch mal gucken, nicht dass ich ein Staubkorn vergessen habe. Staubkorn, Staubkorn. So. Ach ja, hier war die Sackgasse.
Hier war ich schon. Ups, da wollte ich nicht hin. Gehen wir noch mal in diesen Tunnel. A Street. Aber ich glaube, hier war ich schon. Hier war das, glaube ich. Ja. Genau. Und hier war ja... Gehen wir hier nochmal hin? Ach so, okay. Da war ich ja auch schon. Naja, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich weiß bloß nicht, wofür man Stoppkörner brauchen könnte, aber man weiß ja nie bei Adventure. Da war ich auch schon. Wie gesagt, ich werde mich hier verlaufen. Aber es geht noch. Also, es gibt ja Gott sei Dank Sackgassen. Aber die Frage ist, ob ich jetzt überall war. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, dann machen wir aber einmal die Karte. So. Dann bin ich jetzt mal echt gespannt. Bin richtig aufgeregt. So, okay. Wir haben doch dieses Fingerabdruckverzeichnis. Können wir das da einlesen? Ja, können wir. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Was da rauskommt. Fingertron Report Job 673628. Input offizielles Fingerabdruckregister. Input Fingerabdruck auf der Mordwaffe. Output der Fingerabdruck auf der Mordwaffe stammt von Willy T. Vino. Genauigkeit 100%. Fehlerrate 0%. Fingertron 3000 Patent Pending Pillowtronics Inc. Nein! Okay. Der Obdachlose? Da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Aber das wäre zu einfach. Warum? Okay, er hat gesagt, Chuck hat sein Leben zerstört. Das stimmt schon. Aber Chuck war ja im Allgemeinen nicht sehr. Also er war bei manchen beliebt, bei manchen total unbeliebt. Die Frage ist natürlich, was hat der getan? Kümmel, wander mit der Karte. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte eigentlich zu Madame Morina. Da bin ich total falsch gelaufen. War A Street richtig? Ich glaube, ich hoffe. Ja, zu dir. Gluten-free Donuts? Ja, zu dir kommen wir gleich. Ist nämlich gar nicht gut. Du hast das Problem, Meister. The Monkey Paw knows. Ja, alles klar. So, dann geben wir der guten Dame mal den Pilz. I think I found your mushrooms. Sweet. Hand it over and we'll see what answers the void offers today. Well, who's the scumbag that did it? Unless the killer was a rainbow dragon powered by Starshine, I can't help you. But thanks for the shrooms. Leonard and I are gonna have a blast tonight. I should have you arrested for possession. Fantastic. I'm sure my dealer will make a great witness.
You win this round, witchy woman. Auf Wiedersehen. Goodbye. Naja, es war mir irgendwie schon klar, dass die uns nicht richtig helfen kann. Gucken wir mal in unser Notizbuch. Stecke alle drei Analysen in den Arrestron. Ja, sehr schön. Dann machen wir das doch. Ich glaube, somit können wir dann auch Willy erstmal als Tatverdächtigen verhaften. Hey, buy me a drink? Ich glaube nicht, dass wir so... Hello again. Wo schlafen Sie nachts? Fragen wir das mal. I have a premium bit of cardboard real estate in the nicest part of the sewers. I've had almost no gator attacks. And there's even a grate for ventilation, so my sewer lung is even better than ever. Aha. Okay. Wir reden später weiter. We'll talk later. Don't leave town. Where would I go? Okay, alles Loose klar. Change? Stop. Got any gluten-free donuts? Hallo. Have you seen my dime? Nee, nee. Du hast gleich ein dickes Problem, Meister. Leider. So. Ja. Dann... Ah, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hatte so diesen, weiß ich nicht, der kam, der Sheriff, der Pathologe, der Hotelmanager, was da auch ist, alles in einem. Den hatte ich so in Verdacht. Und dann das? Okay. It doesn't seem to be working. Wieso geht das nicht? Arrestron. Okay. It doesn't seem to be working. Wieso funktioniert denn das nicht? Ah, hier ist noch ein Staubkorn. Hä? Darf doch nicht auf den Staubkorn stehen, Mäuschen. Aber wir haben doch jetzt alles. Das heißt, wir müssen den jetzt verhaften. Und das ist doch auch die letzte Aufgabe, die wir hier noch haben. Stecke alle drei Analysen in den Arrestron. Ja, das ist ja der Arrestron. Und das sind alle drei Analysen. Drücken? I can't push that. Ja, gebe. Gebe. Das geht nicht. Nutze. It doesn't seem to be working. Es scheint nicht zu funktionieren. Warum nicht? Habe ich was übersehen? Aber wir haben jetzt alle drei Berichte. Bloodtron, Fingertron, Facetron. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das muss doch funktionieren. Das kann doch nicht sein. It
Insert three reports from the Bloodtron 3000, Fingertron 3000, and Facetron 3000 into the Arresttron 3000 to issue an arrest warrant. Okay, gebe. Fingerabdruckbericht. Hallo. Nutze Fingerabdruckbericht. It doesn't seem to be working. Warum? It doesn't seem to be working. It doesn't seem to be working. Hm. I can't open that. Nehme? I'm already carrying it. Ja. Das ist schon richtig. Gebe Fingerabdruckbericht an Wieso kann der das nicht einlesen? Okay. Ja, aber nutzen will er nicht. Will sie nicht. It doesn't seem to be working. Scheint nicht zu funktionieren. Warum? Nicht. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir nehmen jetzt alle drei Berichte. Aber wir haben die Blutprobe, die Fingerabdrücke und die Gesichtserkennung. Warum was? Odd. It seems to be missing a tube. Och, nee. Ist jetzt nicht wahr. Ersetze die fehlende Arrestron-Röhre. Ja, und, okay. Okay. Dann gehen wir mal zu Rose-Aas. Mal gucken. Also alles funktioniert, aber das natürlich jetzt nicht. Ich glaube, es war an der A Street. Hoffe ich zumindest. Nein, war es nicht. Nein, war es nicht. Es war an der B Street. Ja. Gut, okay. Naja, warum auch einfach, wenn es schwierig geht, ne? Es soll ja auch nicht so einfach sein. Ich habe mich schon so gefreut. Ich habe gedacht, ja, ich kann jetzt jemanden verhaften. Aber ich kann es trotzdem mir nicht vorstellen. So. Hi, Ricky Lee. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Well, hi. Welcome to Ricky's Down the Tubes. Ich sehe, Sie haben Ihr Schild ausgetauscht. I see you updated your sign. Oh, yeah. I was just super grateful you feds came and helped me out with that. I was really stuck on picking a name. You city folk sure are slick with your wordplay and your machine washable suits. Es ist doch gar nicht so schwierig, einen Namen zu finden. It's not that hard to name a store. Well, I'm not the most creative person. I mean, my bakery was called Ricky's Cakes, after all. I was trying to be clever with my new brand, but I'm no marketing hotshot. That's for darn sure. Wie haben Sie das Schild so schnell hinbekommen? How did you get the sign painted so fast? I just called the Pigeon Brother Sisters. I thought they were plumbers. Oh, no. They do all sorts of jobs like painting, electrical, paranormal investigations. You know, that kind of thing. Das war's erstmal. Bitte verlassen Sie nicht die Stadt.
That's all for now. Don't leave town. Okay, hon. Just holler if you need me. Okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück. Gehen nochmal zum Aristron. Und nutzen. Wo haben wir die Karte? Die Visitenkarte mit unserem Handy. I'd better hold on to this until later. Okay, Moment. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. Bei Rohrbruch. Okay, Moment, dann oh Gott, war das in der B Street, A Street? Ich glaube in der B. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh. Da war Res Us. Ja, sehr schön. Okay. Hehe. Dann gucken wir mal nach R. R. Und gucken nach Rohrbruch. Überlese ich's? Ich überlese es bestimmt. B. C. D. L. M. Sollen wir nicht nach Rohrbruch gucken? Moment. Schauen wir uns doch mal die Karte an. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights. Kurzschluss. Kurzschluss? K. K, K, K. Und was ist, wenn ich bei Peachin Brothers gucke? Sind die so nicht zu finden? Peachin Brothers. Sehr schön. 2242. Okay, dann gehen wir mal erstmal nochmal wieder zurück. Dann hoffen wir mal, dass sie uns helfen können. Dem hat schließlich denen auch geholfen. Gehen zurück. Zwei, zwei, vier, zwei. It's a cell phone. Ja. Zwei, zwei, vier, zwei. War das richtig? Oh Gott, ich hoffe. Hello, you've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal-related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Nicht wahr. Toll! Super! Ich bin begeistert! Okay, dann würde ich sagen, kommen wir hier erstmal wirklich nicht weiter, aber wir können... Ah, sehr schön. Wir können Dolores... Dolores Liste der wichtigen Dinge. Finde raus, was mit der passiert ist. Repariere die Aristron-Röhre. Ah, okay. Übe die ASCII-Tabelle. Geh und rede in der Bibliothek mit Leonore.
Sammle 38 mehr Staubkörner. Oh, was hat das mit den Staubkörnern auf sich, meine Güte? Okay, dann gehen wir mal erstmal und reden mit unserer Schwester. Where the hell have you been, Dolores? We're all here waiting for you so we can start the reading of Uncle Chuck's will. Take a chill pill, Lenore. I had to answer the door. It was one of those federal agents. I don't care if it was the flippin' Pope. Let's get on with it, sister. I want to know what I got. Oh, jetzt wird's spannend. Wait, I thought you said everyone was here. Where's the lawyer? I don't know. I thought he was coming with you. Oh, Lenore, you're useless. Has anyone tried calling him? Well, maybe if you hadn't left town and broken Uncle Chuck's heart, we wouldn't need to call a lawyer to read a will. Ja, this is ja. All your fault, Dolores. Natürlich. Natürlich. Dann nehmen wir die Stopcon mal auf. Anwalt. Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Dolores, Peter. If you have anything to say, you say it to me. Ach so. Leave Peter alone. Alles klar. Okay, das ist dein Mann und das ist dein Gör. Alles klar. Okay, kannst du das nicht selber machen? Ich weiß nicht, wie dieser Anwalt hieß. Das ist bestimmt auch der... Geh in die Bibliothek und rede mit Lenore. Habe ich eigentlich gemacht. Können wir gerne nochmal machen. Okay, we got off on the wrong foot. Let's try again. Lenore. Hey, Lenny, lange nicht gesehen. Schön, dich wiederzusehen, Schwesterchen. Ach, nee, glaube ich nicht. Lenore. Lenore. Dolores. If you came for the will reading, you might as well leave now and save yourself the disappointment. Uncle Chuck had a new favorite niece before he passed. Also, have you called the stupid lawyer yet? I want to get the will read and see how little Uncle Chuck left you. Würde es dich umbringen, vielleicht ein wenig zu helfen? Ja, das ist echt eine gute Frage. Also hat Onkel Chuck mich in Wirklichkeit gehasst? Weißt du irgendwas über das Verschwinden von Dad? Ich glaube, wir sind hier fertig. Machen wir erstmal, würde es dich umbringen, vielleicht ein wenig zu helfen? Would it kill you to help out a little? I wasn't the one who abandoned the family. I was always there for Uncle Chuck. So it's time for you to finally lift a finger and help out. Oh, gag me. All you were ever there for was a handout from Uncle Chuck. Oh, Dolores, I won't shed one tear for you when the will is read and Uncle Chuck left everything to me. Also hat Onkel Chuck mich in Wirklichkeit gehasst? Das glaube ich nicht. So Uncle Chuck really hated me? Can you flip and blame him? You broke his heart when you left to become a, you know what? A game developer? Oh, shh. Do you want the whole house to hear? Okay. Ist meine Karriere wirklich derart beschämend? Also ich würde sagen, nein. Is my career really that shameful? Oh, hell yes, sweetie. Then what do you tell people I do instead? We just tell people you went to rehab. It's better for the family name. Du erzählst anderen Leuten, ich sei auf Droge? You tell people I'm a drug addict? Better they think that than know you chose to make those mind-corrupting murder simulators for a living. For the last time, Lenore, I don't make murder simulators. Oh, sure you don't, sweetie. You know what? I don't care. Tell them whatever you like, you grody poser. But this yeah. Makes us even for the time I used your homecoming crown as a conductor in my homemade generator. Weißt du irgendwas über das Verschwinden von Dad? Oh, die weiß das bestimmt noch gar nicht. Do you know anything about Dad's disappearance? Dad probably ran off to hide somewhere. It's amazing that Dad and Uncle Chuck were cut from the same genes. One a powerful leader and the other, well, spineless. Don't talk about Dad like that, Lenore. You're so cruel. Oh Gott, wenn sie das erfährt, ich glaube, dann bricht für sie eine Welt zusammen. Aber die Leiche ist auch noch nicht gefunden.
Wie geht es Chuck Jr. eigentlich? How is Chuck Jr. doing? Chucky is thriving. Some people say he's a brat, but those people just don't recognize his blossoming leadership abilities. No doubt picked up from Chuck Sr., because he certainly didn't get them from his father. Wie läuft es so mit Peter? Ja, den hat sie vorher unter Kutschock. How are things with Peter? Fine. Just peachy. I can't believe we've only been together 20 years now, because oh it Gott. Feels like a flippin' eternity. Ich glaube, wir sind hier fertig. I think we're done here. Don't let the door hit you on the way out. Okay, also wie es halt immer so ist, müssen wir uns alles um alles selber kümmern. Aber das kennen wir ja nicht anders. Sie will halt nur die Kohle abkriegen und schauen, was wir kriegen. Ich bin mal echt gespannt, was wir vererbt kriegen. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Anwalt anrufen. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder sogar ein Abo. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.